Ah, ich habe mich noch nie über einen leeren Fahrstuhl so gefreut, dass keine Fahrgäste drin sind. Ich hätte jetzt nämlich vermutet, dass eventuell ein Mitfahrer hier da ist. So, hier ist ein Aufzugsschalter. Dann drücken wir doch ganz, ganz frech einfach mal den Schalter. Und lassen uns in die Tiefe hinab. In die unbekannte, dunkle Welt dieser Höhle. So. Hier ist schon wieder eine Truhe? Okay. Ah, wahrscheinlich brauchen wir gleich wieder die Winde oder so. Vielleicht, damit wir das einfacher haben. Das ist doch eine Truhe hier, oder? Inventarbox, Tatsache. Okay. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Was ist hier noch? Hier ist eine Tür. Okay. Hier hinten noch irgendwas? Hier geht es wieder in den Aufzug von der anderen Seite rein. Okay. Da geht es gar nicht weiter. So, wo landen wir denn da? Wir haben hier noch keine Karte vom Innenhof. Zweites Untergeschoss. Da geht es eine Leiter hoch, wie gesagt. Und da geht es durch die Tür. Ich glaube, ich gehe erstmal zur Leiter. Weil bei der Tür, das sieht schon wieder so nach großem Gebiet aus. Ich sehe es kommen. Ich gehe jetzt hier runter, brauche die Kurbel und kann direkt wieder hochgehen. Mit Sicherheit. Schön hier unten. Schön mit dem Wasserfall im Hintergrund. Fällt mir gut. So, da ist... Was ist das denn? Kann man hier irgendwas machen? Nee, okay. Was ist das hier? Ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter. Ja, wir drücken mal. Ein Müllschlucker. Muss ich hier eventuell irgendwas reinlocken? Oh, ich kann hier runter. Ach, scheiße. Muss ich hier was reinlocken? Ich glaube, ja. Leute, das ist nicht gut. Ich muss hier irgendwas reinlocken, oder? Und dann den Schalter bedrücken. Oh nein, bitte nicht. Das ist doch mit Sicherheit so gedacht. Weil er kann da rein. Und wenn er da rein kann, dann kann er noch irgendwas anderes da rein. Kann ich hier runter? Nein. Ah, alte Materialien. Sie tragen die Aufsicht Abfallstoffe. Okay. Wofür soll der Müllschlucker sonst sein? Ganz ehrlich. Da war sonst nichts. Keine Tür oder so, ne? Nein, aber hier ist noch was. Es blinkt. Oder liegt das jetzt nur da dran, weil wir hier was drücken können? Wahrscheinlich. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Alter, das schreit doch geradezu nach irgendeinem Monster, das wir da zerquetschen sollen. Warum soll da sonst ein Müllschlucker sein? Oder wir finden da irgendwas, was wir zerquetschen müssen. Was wir da ablegen müssen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wir gehen mal ganz vertrauensvoll hier rein. Was sollen wir da reinlegen, was wir zerquetschen können? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was soll das sein? Oh nein, hier ist böse Musik. Oh oh. Oh 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 oh. Ist es das, was ich denke? Ist das das Monster aus dem Wald? Ich befürchte fast ja. Das würde Sinn ergeben. Weil das Vieh ist ja bekanntlich unbesiegbar. Ja, okay. Wir wissen ja, dass wir das nicht tot kriegen. Ich lock das jetzt mal hier rüber. Kommt das jetzt? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es durch die Tür kommt, ne? Ich gehe mal davon aus. Weil wir können es ja stunnen, indem wir es kurz anschießen. Und in dem Moment müssen wir wahrscheinlich, ja. Hundertprozentig ist das so. Warum ist der Aufzug ist kaputt, oder? Das ist kaputt, tatsächlich. Und ich weiß, glaube ich, auch schon, wer das war. So, kommt er jetzt hier durch? Ich weiß es nicht. Ha. Das ist natürlich jetzt doof. Weil der Aufzug ist definitiv kaputt. Ich komme jetzt zwar hier rüber, aber dann müsste der auch die Leiter runter und alles, ne? Ja, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Ich kann den umschießen, aber... Vielleicht müssen wir das später noch machen. Ich baller den jetzt erstmal beim Haufen, damit ich an dem vorbeikomme. Ich habe wieder einen Frame-Drop gehabt, sorry.
So, wie läuft denn hier der Tunnel überhaupt? Okay, wir können... Ach, wir können den sowieso umgehen. Das ist ja eine Runde. Also wir können eine Runde laufen. Das ist gut. Jetzt nur die Frage, von wo kommt er? Okay, von da? Da ist ein Hebel. Na super. Okay, er ist nicht der schnellste. Hier können wir den Flammenwerfer einsetzen. Warum? Eieieiei. Okay, die Tür dürfte jetzt zu sein, oder? Ja. Irgendwas können wir da... Alter, scheiße. Ich renne hier gerade in der Sackgasse. So. Ich will jetzt mal zu dem Hebel, glaube ich. Was ist denn hier alles? Da ist auch noch eine Tür. Okay, hier können wir raus. Da ist ein Hebel, den man ziehen kann. Vielleicht ist der auch für irgendwas gut. Okay. Was soll hier sein? Was ist das? Aha, okay. Ein paar Kisten, die hier rumstehen. Hier können wir eine Kiste schieben. Aha. Warum sollen wir hier eine Kiste schieben? Müssen wir den vielleicht... Ein Gerät zum Transport von Materialien starten. Aha. Ich überlege gerade, wo der... Moment, ich hole den mal wieder zurück. Wir tun mal die Kiste rüberfahren. Wo auch immer die da landet. Ich überlege gerade... ob die Kiste dann irgendwo hin muss, damit wir da weiterkommen. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Aber es wird, denke ich, nicht falsch sein, wenn wir den... wenn wir die Kiste hier drauf schieben. Das glaube ich eigentlich nicht. Wir machen es mal. Das wird schon passen. So. Nein, 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 nein. Von hier bitte, Chris. Danke. So, und dann machen wir mal einen Transport auf die andere Seite. Vielleicht haben wir damit ja einen Erfolg. So, das sollte ausreichen. Dann fahren wir die mal rüber. So, dann will ich noch wissen, was der Schalter hinten in dem Gang macht. Ah, der muss wirklich warten, bis der Aufzug angekommen ist. Ich kann leider vorher nicht weggehen. Okay, so. Alles klar. So, warum können wir da vorne den Flammenwerfer einsetzen? Ich meine, ich könnte mir den holen, klar. Gut, wir wissen, dass das Vieh wahrscheinlich unbesiegbar ist. Ja, ich muss zugeben, ich habe mich da gespoilert, weil ich wissen wollte, was das ist. Und soweit ich weiß, kann man das nicht wirklich umbringen. Zumindest nicht mit dem Gewehr oder mit irgendeiner Waffe. Weil beim letzten Mal bin ich ja einfach weggerannt. So, hier können wir das Gewehr einsetzen. Nicht das Gewehr, das... Oh, verdammt, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ich muss ja hier rüber. So, ich will jetzt wissen, wofür der Hebel gut ist. Ah, Mann, die Kameradrehung hier, die macht mich fertig. So, wofür ist der Hebel? Aha. Jetzt kann man da was einlegen. Okay. Jetzt haben wir die Greifarme ausgefahren. Moment, ging es hier zurück? Nee, das war der Raum mit Dings. Nee, okay, dann müssen wir hier runter. Dann hole ich jetzt einfach mal den Flammenwerfer, würde ich sagen. Ich glaube, es kommt jetzt von hier, ne? Ja. Kommt jetzt von hier. Das heißt, ich muss hier wieder rüber. Müssen leider hier rumgehen. Dann hole ich jetzt den Flammenwerfer und setze den da ein. Ach scheiße, es geht auch noch auf Zeit. Ja, okay, das ist nicht schlimm. Das macht ja nichts. Das kann ja ruhig auf Zeit gehen. Kann ich mir den Flammenwerfer überhaupt holen? Ich muss gerade mal überlegen. Kann ich mir den überhaupt holen? Weil, ja, Aufzug kaputt. Oder kann ich, warte mal, kann ich mein Gewehr vielleicht da einsetzen? Boah, das wäre aber gemein. Ich komme doch jetzt hier gar nicht mehr hoch. Haha. Ja, das ist... warte mal eben.
Ja, das ist jetzt natürlich ganz schlecht. Dann muss ich das Gewehr da reinlegen. Scheiße. Okay, dann warte mal. Also wenn das geht, das ist nur eine Vermutung. Okay, Magnum Revolver mitnehmen. Habe ich noch Muni für den Magnum Revolver? Nee, ne? Ah, verdammt, okay. Das wird natürlich jetzt... Oh, okay. Da unten ging es zur Presse, ja. Nee, dann, wenn der Aufzug nicht mehr geht, komme ich ja sowieso nicht zum Flammenwerfer. Oder hätte ich mir den holen müssen, aber selbst wenn... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Aufzug ist definitiv hin. Ich komme nicht mehr nach oben. Na, super. Da kommt definitiv Freude auf. Ja, okay, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Dann muss ich jetzt den Hebel ziehen. So, da kommt er. Ich sollte auch versuchen, den ein bisschen hinter mir zu lassen, damit er nicht plötzlich die Richtung ändert. Ich warte jetzt, bis der kommt. Ich weiß nämlich nicht, wie intelligent das Vieh ist, dass es dann auf einmal denkt, ach, ich gehe, glaube ich, wieder auf die andere Seite. Dann bin ich schneller da. Ich kann ihn ja auch überrunden und das wäre dann, glaube ich, nicht so toll. So, hier lang. Da ist der Hebel. Na komm. Ja, und jetzt müsste ich auch eigentlich schon gleich direkt bei dem, bei der Tür mit dem Gewehr sein. Ich muss doch jetzt hier 100 pro mein Gewehr ablegen. Bisschen schneller, Chris. War das nicht hier? Scheiße, ich bin wieder bei der Tür. Ah, verdammt, verdammt. Verdammt, ich bin falsch gelaufen. Habe ich jetzt noch genug Zeit? Ich glaube nicht, ich hätte hier nicht abbiegen müssen. Verdammt. Ah, scheiße, okay, ich muss nochmal eine Runde rennen. Sorry, Leute, ich muss noch eine Runde rennen. Tut mir leid. Wir müssen leider noch eine Runde rennen. Es hilft nichts. Ich bin da unten falsch abgebogen. So, hier hoch. Gerade wieder kurz warten, dass er mir nah genug ist. Ah, er kommt. So, Hebel ziehen. So, jetzt da unten nicht falsch abbiegen, weil wir haben nicht ohne Ende Zeit. So, gerade nochmal schauen. Ich muss jetzt eigentlich nur geradeaus. Okay. Genau, hier unten. Hier sind wir richtig. Und dann ist die Tür hier auf der Seite. Jetzt schnell Beeilung. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. So, eine Art mechanischer Haken. Vielleicht öffnet sich die Tür, wenn sie etwas Besonderes darin hängen. Ja, ich hab doch mein... Warte, 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 warte. Zack. Ausrüsten prüfen. Scheiße, ich kann das nicht benutzen. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Das geht gar nicht. Wo kommt er jetzt? Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zur Presse zurück. Zur Müllpresse. Also wir haben nichts dabei, was wir da reinsetzen können. Das Gewehr nimmt er dafür nicht. Und wo kommt er denn jetzt? Da oben, okay. Scheiße. Das ist jetzt aber blöd. Moment, ich muss hier abbiegen. Das ist jetzt aber very blöd. Achso, da ging es wieder dahin. Warte. Ich muss nochmal eben rüber zur Müllpresse. Weil irgendwo ist die Kiste ja jetzt, glaube ich, gelandet. Vielleicht können wir da irgendwie weiter. Kam ich von hier dahin oder muss ich da... Ach nee, hier war nur die Inventarbox. Nee, ich muss auf der anderen Seite lang. Okay. Ich muss auf der anderen Seite lang... So, von wo kommst du denn, mein Kleiner? Der wird, glaube ich, immer wieder resettet, ne? Ja, ich glaube schon. So, mal gerade gucken. Ich muss jetzt eigentlich nur geradeaus. Gut. Etwas Besonderes reinhängen. Ja, ich denke mal, dass wir das hier hinten finden. Also, ich habe die Kiste rübergefahren. Soll das jetzt wirklich... Das kann ja nicht weit gefahren sein. So lange ist der Aufzug nicht gefahren.
Könnte durchaus sein, dass der jetzt hier hinten angekommen ist. Bei der Müllpresse. Ach, verdammt. Nee, warte mal, wo war das denn? Moment, ich muss mal auf die Karte schauen. Wo war... War das... Nee, war das... Ah, nee, das war bei der... Wo ist denn diese Leiter nochmal? Da könnte ich gerade schon wieder... Die Leiter. Moment, die ist, wo war das? Ach, da hinten bei der Box, bei der Inventarbox. Alles klar. Bei der Inventarbox war die Leiter. Sorry. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte, das wäre hier bei dem Abgrund gewesen. Das war aber hinten bei der Inventarbox. Okay, kein Problem. So, von wo kommt der? Da, okay. Er sitzt da rum und denkt sich nichts Böses. Ich glaube, das ist auch eine Frau, glaube ich, ne? Ich meine, ich hätte das gelesen. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt von dem Vieh. Es hat auf jeden Fall einen Namen. So, jetzt musste ich geradeaus, jawohl. So. Ist immer ein bisschen blöd, weil hier jede Ecke in der Höhle so, also zumindest bei diesem Rundgang, fast gleich aussieht. So. Dann würde ich sagen, gucke ich jetzt gerade nochmal hier bei der Ecke nach. Ach so, hier ging es nicht durch. Dann gehen wir gerade hier rüber, schneller Weg. So. Hier hinten war nämlich die Leiter. So, und schauen jetzt mal, ob die Kiste hier angekommen ist. Ja, Tatsache. So, wo kann ich die hier benutzen? Beziehungsweise für was könnte ich die hier benutzen? Ich könnte die in den Müllschlucker schieben. Aber was bringt das? Vielleicht ist hier irgendwas Tolles drin. Das kann natürlich sein. Dass hier was Nützliches drin ist. Aber das würde doch dann mit zerquetscht werden, oder? Mal ganz ohne Scheiß. Reicht das schon? Ich will die nicht so weit rüberschieben. Nee, okay, wir müssen noch ein Stück rüber. Stopp. Okay. Alles klar. Kabims. So, das hat geklappt. Und dann hier einmal mit ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter. Den drücken wir natürlich. Und da dürfte der auch kein Problem mit haben mit einer normalen Holzkiste. So. Ach komm. Hier, ihr wollt mich doch verarschen. Entschuldigung. Das ist einfach Wahnsinn. Ihr wollt mich doch verarschen. Defekter Flammenwerfer. Ja, nehme ich mit. Er ist wenigstens defekt. Okay, das ist realistisch. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre noch ganz. Ich dachte jetzt gerade schon. Ach, von hier kann man den Aufzug gar nicht betätigen. Ich würde jetzt gerne hier mit rüberfahren. Den kann man sich nur dann von drüben wiederholen. Ach so, ja, das ist natürlich... okay. Naja. Ist auch nicht schlimm. Ach, hier liegt Munition. Kann ich mir mitnehmen. Ich habe hier die Inventarbox hier vorne. Die habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Okay. Alles klar, wir haben den defekten Flammenwerfer, das heißt, den können wir da einsetzen. So, Munition lassen wir hier. Flammenwerfer muss ich ja dann mitnehmen. Okay, selbes Spielchen wie eben. Einmal den Gegner austricksen und den an Flammenwerfer einsetzen. Ja, ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der noch ganz gewesen wäre, weil, ne? So. Wo ist denn mein kleiner Freund? Ja, ich weiß. Ist jetzt wahrscheinlich direkt vor mir. Okay, da. Dann gerade schon mal hier rüber. So, müsste jetzt gleich kommen. Ich habe ihn auf jeden Fall auf dem rechten Ohr. Okay, ich denke, das reicht. Weil ich will nicht, dass der zwischendurch die Richtung ändert und dann stehen wir da. Ah, siehst du? Genau. Das meine ich nämlich. So intelligent ist das Vieh dann doch. Hä? Bleibt der jetzt da? Ja, muss schon zu mir kommen, wenn du mich willst. Ich verstehe auch nicht, warum der Körper noch so normal ist, auf Deutsch gesagt. Und der Rest, also das Gesicht so entstellt. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
ist so ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich. Ja, komm zu mir, komm. Das dauert jetzt ein bisschen, sorry. Aber man hat ja gesehen, der ändert dann die Richtung und dann kommt er plötzlich von vorne und das will ich natürlich nicht. So, hier ist ein Schalter. Umlegen, jawohl. So, jetzt muss ich gerade nochmal schnell gucken. Ich muss jetzt eigentlich nur hier wieder runter und dann unten, ja, so geradeaus laufen eigentlich. So, ich hoffe, die Zeit reicht. So, hier die Treppe runter. Hier rüber. So, und hier nur geradeaus. Ich hoffe, die Zeit reicht. Jawohl. So, komm her. Eine Art Mechaniker. Ja, vielleicht öffnen sie. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich hab was. Ich hab was. Verwenden. Oh, Gott sei Dank. Okay, hat geklappt. So, schnell hier raus. Oh, Gott sei Dank. So, ich hoffe, das hat geklappt. Okay, wo sind wir hier? Alter, was ist denn hier los? Okay. Wo sind wir denn hier, bitte? Was ist das? Moment mal, da muss ich mich erstmal umgucken hier. Sagt er hier irgendwas zu? Die Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Okay. Eine riesige Sammlung alter Arten. Alle Arten von Puppen sind alle verblasst und abgenutzt. Hat hier einer so eine Art Puppenfetisch? Das Feuer ist erloschen, aber die war vor... Aber hier war vor kurzem noch jemand. Okay. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen. Alter, was ist das hier? Okay, naja, wir gehen mal hier hinten weiter. Hier geht's ja offensichtlich noch... Alter, was liegt hier? Da sagt er gar nichts zu, okay. Ah! Na super, das hat mir ja gerade noch gefehlt. Schlangen. Das ist ja spitze. Kann ich die abschießen? Weil die vergiften mich doch sonst im Wasser. Ich weiß nicht, ob er die anschießt. Doch, da schießt er drauf. Das ist natürlich irgendwo auch ein Stück weit Munitionsverschwendung, ne? Ich renne einfach durch. Scheiß drauf. Ich sollte aber vielleicht auch wieder auf eine andere Waffe gehen. Nicht, dass mich hier aus dem Wasser was angreift. Okay, Schlangen sind hinter mir. Ach, was ist denn hier los? Hier hat wohl alle übernachtet. Dieses Bett ist noch warm. Und da liegt auch noch was drauf. Und hier haben wir noch so einen Schmuckkasten. Den können wir auch noch mitnehmen, ja. Okay, den schaue ich mir gleich sofort an. Ich möchte aber das Messer hier noch haben. Ja, irgendwer schläft doch hier. Was ist das hier? Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Ach, ist das vielleicht dieses Mädchen? Also, das ist ja eine Frau. Also, das Monster, was da rumläuft. Achso, ich dachte gerade, was ist das für Kraut hier? Okay. Da geht's wieder nach oben. Ist hier nicht noch ein Tagebuch oder sowas? Ich muss mal gerade gucken, hier muss doch irgendwas liegen. Da liegt auch noch ein Buch. Warte mal. Können wir das nicht lesen? Schade. Was haben wir hier noch? Ja, weil ich will wissen, was das hier sein soll. Hm. Wesker wird ja wohl nicht hier unten schlafen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir ehrlich gesagt wirklich nicht vorstellen. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Kommen wir wahrscheinlich jetzt irgendwo am Hof wieder raus. Vermutlich. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ach, in der Hütte. Alles klar. Okay, das erklärt das, warum das Vieh da unten war. Wir sind in der Waldhütte, Leute. Alles klar. Okay, wir können speichern. Das ist super, super, super. Das ist absolut spitze. Weil ich hatte schon fast vermutet, dass wir hier gar nicht mehr dazu kommen, diesen Speicherpunkt zu nutzen, weil der hier ständig das Vieh rumrennt. Okay, alles klar. Warte, ich hole mir schon mal Farbband. Dann gucken wir uns gerade noch die Kiste an, würde ich sagen. Da irgendwas mitmachen können. Prüfen. Ach, das ging aber einfach. Sie haben folgendes. Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben.
Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica. Virustyp A. Plasmolose oder Plasmolyse des Gewebes nach Zelleinwirkung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa. Virustyp B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status. Schutzbeobachtung dauert an. George. Aktion terminiert. 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindlig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden, muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurigt, wenn ich sie nicht ohne ihr Gesicht finde. Ach du Scheiße. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami im Kasten. Kastenstein hart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen. Weil vier Steine. Beenden. Weil vier Steine. Okay, das ist anscheinend das Mädchen. Steinring. Prüfen. Ein achteckiger Ring aus Stein. Okay, da müssen wir wahrscheinlich was einsetzen. Vermutlich. Alles klar. Na gut, da machen wir aber beim nächsten Mal weiter, Leute. Ich mache an der Stelle jetzt erst nochmal eine kleine Aufnahmepause. Oh, Moment, ein Familienfoto. Moment, das lesen wir noch. Papi erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt, Mami wo, nicht weiß Papi. Mami wiedergefunden, als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit, warum? Will nur bei ihr sein. Mami wo, bin so allein. Ach du Scheiße, okay. Ja, also das wird dieses Mädchen sein. Das Farbband verwenden, ja. Die haben da irgendwelche Experimente mit ihr gemacht. Und das ist auch das, was ich vermutet hatte, dass sie die Maske auf hat. Oh, Moment. Ich muss gucken, welchen Speicherstand ich habe. Denn das sieht ja so aus, als hätte die ja irgendwas auf dem Gesicht. Speichern beendet. Okay. So, und dann mache ich jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause. Wie immer sehen wir uns dann gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann.